So, hallo, ich bin's wieder, der Pervers. Heute habe ich nur einen kurzen Beitrag für euch, aber einen wichtigen Beitrag, denn heute beschäftigen wir uns damit, was denn so alles aus Kiefern werden kann. Weil es ja oft heißt, dass Kiefer ihr Leben zerstören, dass aus denen nichts wird, die vergeigen alles, die lernen nichts, was auch immer. Heute bringen wir mal ein paar Beispiele, was aus einem eben so werden kann, wenn er sein Leben verkifft. Achtung, du könntest zum Beispiel als Königin von England enden. Die hat auch Marihuana konsumiert. Des Weiteren könntest du auch als Premierminister von England oder von Ungarn oder von Irland enden. Die haben auch schon gekifft. Schlimm wäre es auch, wenn du als US-Präsident enden würdest. Wärst nicht der erste Kiefer, der als US-Präsident enden würde. Des Weiteren könntest du genauso gut auch, im schlimmsten Fall könntest du auch Polizist in England werden. Ich habe gehört in irgendeiner Studie im Internet, die ich mal gelesen habe, dass die Mehrzahl an prozentual befragten Polizisten gesagt haben, ja, wir haben bereits Cannabis konsumieren oder tun es noch immer. Dann könntest du auch mit Rastertöpfen aufwachen, mit einer Gitarre in der Hand und sagen, scheiße, ich bin ein Rastafari. Das kann alles passieren beim Konsum von Marihuana. Was könnte man noch werden? Ich weiß nicht, alle Musiker, viele Künstler benutzen Marihuana. Ich weiß gar nicht, inwieweit das immer wieder behauptet werden kann, dass sowas gefährlich enden kann. Die besten Beispiele, die man so aufzählt, wären ja fast schon wünschenswert. Jetzt nicht unbedingt Polizist in England und nicht unbedingt US-Präsident, aber in vielen anderen Dingen könnte man sich das ja fast wünschen, gell? Also, nur weil es immer heißt, aus Kiefern wird nichts. Kurzer Beitrag, dennoch wichtiger Beitrag. Danke und liege leise.